Ich habe meine Haare 3 Jahre oder besser 31 Monate oder genauer 135 Wochen oder genauer 943 Tage nicht geschnitten. Ich habe meine Haare 3 Jahre beziehungsweise 30 Monate und genauer gesagt 800 Tag lang nicht geschnitten. Haare. Haarschnittgründe. Ich kann meine Haare nicht binden. Sie sehen nicht harmonisch aus. Erste Gründe. Ich kann meine Haare nicht binden. Sie sehen nicht harmonisch aus. Zweiten Grunde, das Haar ist ständig verwirrt. Meine Haare. Dritten Grunde, meine Haare fallen aus. Vierten Grunde, ich habe kahle Stellen auf meiner Stirn. Jetzt und jetzt und jetzt und jetzt. Diese. Diese und Haare. Lange Haare zu bekommen ist eine Feiertag und ein Ereignis für sie. Als für mich verstehen sie das. Dies alles zu allmählich geschieht, um eine Überraschung zu sein. Sie schlafen nicht ohne Haare ein und wachen nicht mit langen Haaren auf. Aber das bedeutet nicht, dass ich das Ausmaß dieses Ereignisses nicht erkenne. Da ich feststellen, dass ich seit 3 Jahren Haarwuchs mache und zu Beginn der Vorstellung, dass dies nicht möglich war, war es eine lange Reise. 3 Jahre. Und was er gerade nicht gebunden war, aber was genauer, was war nicht dieser Haarschnitt. Übrigens, du willst meine Haare sehen. Ich kann es zeigen. Ich empfehle dringend, dich fertig zu machen. Weißt du, ich hasse Leute, die ihre Haare schneiden. Ich betrachte meinen Haarschnitt unter dem Gesichtspunkt der Funktionalität. Keinen Komfort, nur gut, mein Haarschnitt sollte mir Sicherheit geben. Ich sollte nichts für sie haben. Die meisten werden langes Haar ausrufen. Ich sehe dies als Unabhängigkeit. Langes Haar ist das Gerüsch fallende Fesseln. Langes Haar als solches ist nicht für jemanden zugänglich. Nicht jeder kann es sich leisten. Überlegen Sie, warum Sie es schneiden, um es für sich selbst oder für sie angenehm zu machen. Vielleicht ein Perfektionist, aber höchstwahrscheinlich wird deine Mutter dich beschuldigen. Deine Frau lästern, deinen Partner schelten. Du schneidest die Haare, weil du unterworfen bist, du bist nicht frei. Langes Haar ist ein Luxus, ein Symbol und ein Attribut der Unabhängigkeit, aber ein Versuch, es abzuzeichnen, führt entweder zu stehen oder zu körperlichem Zwang. Ich fordere Sie auf, von der Nadel
der öffentlichen Zustimmung auf langes Haar umzusteigen. Привычно. Где мои волосы? Я не могу понять. Вообще, да как такое может быть? Где мои волосы? Непривычно.